Am allerschärfsten sind sogenannte emanzipierte Frauen und die gesamte Genderwahnbewegung. Da fehlen einem die Worte. Um zu verstehen, woher die Emanzipationsbewegung kommt, muss man etwas tiefer graben. Spätestens beim Treffen des Club of Rome im Jahre 1968 mit der Publikation des Dokuments Grenzen des Wachstums sowie dem Global 2000 Report wurde den Nationen der Welt erklärt, dass sie ihr Geburtenproblem in den Griff bekommen müssen. Das klar fixierte Ziel war es, die weltweiten Geburtenraten zu senken und die Sterberaten zu erhöhen, sprich Bevölkerungsreduktion. Wie bekommt man das hin? Dies war der Beginn zweier neuer Bewegungen. Die Schwulenbewegung und die Emanzipation, also die Frauenbewegung. Emanzipierte Frauen möchten Karriere machen, ihre Sexualität ausleben, frei sein und keine Kinder haben. Tja, und Homosexuelle vermehren sich auch nicht. Der Feminismus ist unsere Erfindung aus zwei Gründen. Vorher zahlte nur die Hälfte der Bevölkerung Steuern, jetzt fast alle, weil die Frauen arbeiten gehen. Außerdem wurde damit die Familie zerstört. Und wir haben dadurch die Macht über die Kinder erhalten. Sie sind unter unserer Kontrolle mit unseren Medien und bekommen unsere Botschaft eingetrichtert. Stehen nicht mehr unter dem Einfluss der intakten Familie. Indem wir die Frauen gegen die Männer aufhetzen und die Partnerschaft und die Gemeinschaft der Familie zerstören, haben wir eine kaputte Gesellschaft aus Egoisten geschaffen, die arbeiten, konsumieren, unsere Sklaven sind und es dann auch noch gut finden. Das, was wir heute Emanzipation nennen, grüne Politik, klimaneutrales Leben und so weiter, das sind die Konzepte aus den Denkfabriken der Illuminati. Sie glauben das nicht. Eine Greta Thunberg ist nicht vom Himmel gefallen. Das, was sie von sich gibt, ist genau das, was auf der Agenda 21 bereits 1992 festgelegt worden ist. Und es werden noch mehr Gretas kommen, weil das deren Plan ist. Die Menschen müssen umerzogen werden. Sie müssen ihre Schlechter willkommen heißen. Sie müssen sich darüber freuen, dass man ihnen die Autos wegnimmt. Ihnen verbietet, schnell zu fahren, am Wochenende zu grillen, durch die Welt zu fliegen und so weiter. Vielleicht verzichten wir sogar freiwillig auf unser Bargeld, weil an den Scheinen ja Viren hängen könnten. Die bekannten grünen Verbote sind das, was die Illuminaten wollen, dass wir glauben. Ja, es wird uns der Grundbesitz genommen werden. Der Mittelstand wird vernichtet, Waldbesitzer enteignet und so weiter. All das ist geplant und wird umgesetzt, weil sich auch keiner wehrt. Es wird uns ja gesagt, dass es für ein gutes Ziel ist. Ganz wichtig ist zu realisieren, dass man die Menschen in gigantischer Zahl ermordet. Man wird sie nicht erschießen. Ja, einen Teil nur durch diverse Kriege beispielsweise. Nein, das werden Genwaffen und Seuchen erledigen. Und man wird ganz bestimmte Bevölkerungsgruppen ausmerzen, die sogenannten nutzlosen Esser zuerst, also diejenigen, die kaum oder gar nicht zum Weltgeschehen beitragen. Schwarzafrikaner, Nordafrikaner und die große Konkurrenz der Amerikaner, Asiaten. Was also ist die Agenda 21, die auch nachhaltige Entwicklung genannt wird? Es ist keine Umweltbewegung. Es ist eine politische Bewegung, die als einer von mehreren Plänen entworfen wurde, um eine Koalition aus Regierungen, Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen, sogenannten NGOs, unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen der UN zu bilden. Das eigentliche Ziel der Agenda 21 besteht in der totalen Kontrolle aller Menschen und deren Aktivitäten durch eine elitäre Gruppe. Sie müssen erst noch überzeugt werden, dass es Menschen gibt, die zu solcherlei Boshaftigkeiten fähig sind. Bitteschön. Um die Weltbevölkerung zu stabilisieren, müssen wir 350.000 Menschen täglich eliminieren.